Jetzt sind wir in der nächsten Folge und wir wollten eine Crafting Table holen. Wo ist er denn? Da. Da müssen wir doch bestimmt einen übrig haben, oder? Jawohl. So, den nehmen wir uns nämlich mit. Dann haben wir da hinten einen. Und ich mache jetzt trotzdem erstmal ein paar Slabs. Die braucht man nämlich auch auf jeden Fall. Und ich mache hier auch mal die Tür zu. Nicht, dass wir da wieder wie vor ein paar Folgen von so einem Backei erwischt werden oder so. So, ein bisschen was futtern. Bald haben wir ja mehr. Ach, und da vorne ist schon wieder des Todes Party. Ist doch ätzend. So, komm her, mein Freund. Geh mal sterben, tot. Letzten Schlag kriegst du mit dem Schwert. Kriegst mal alle Schläge mit dem Schwert. Komm, einen noch. Jawohl. Ja, und was habt ihr hier vorne noch für Probleme mit mir? Können wir ja mal drüber sprechen oder so, ne? Können wir mal beim Tee drüber reden. Beim schönen Kamillentee. Da fällt mir ein, ich müsste mal wieder einen Schluck Kaffee trinken. Aber nicht jetzt, denn jetzt müssen wir erstmal ein Feld bauen. Oder beziehungsweise eine Farm. Schade eigentlich, dass wir hier Factorization nicht drauf haben. Könnte man das Ganze nämlich noch viel geiler automatisieren. Vielleicht sollte ich nochmal irgendwann ein Technikpack spielen. Mit Mods, die ich auch kenne. Und nicht hier einfach mal so ein Modpack anfangen und nicht und drauf hoffen, dass ich schon irgendwie klarkomme. Mal schauen. Na, vielleicht ergibt sich das nochmal. So, dann kommt hier hinten natürlich noch wieder die Erde hin. Ach, das ist ein bisschen doof mit den Lilypads unter den Füßen. Dass man, sobald man auf fließendes Wasser kommt, die ganze Zeit am Hüpfen ist. Das ist ein bisschen doof, aber naja, kann ich mit leben. So. Dafür nicht schwimmen müssen, ist schon mal auf jeden Fall besser. So. 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 Ach ja, komm. Dann nehmen wir mal ein bisschen Erde aus dem Knappsack. Ist ja nicht so, dass wir keine mehr hätten. Also wirklich nicht. So, dann füllen wir hier noch kurz auf. Komm, da machen wir auch noch einen hin. Sieht doch schick aus. So, jetzt haben wir doch hier schon ein bisschen was geschafft. Dann nehme ich mir nochmal eben die Fences. Ne, die haben wir ja hinten bis hinten hin. Okay, dann brauchen wir Torches. Und dafür brauchen wir Holz. Holz war uns ja auch ausgegangen. Also gehen wir mal eben ganz schnell unterwegs und fällen mal ein paar Bäume. Aber ganz ehrlich, eigentlich möchte ich das nicht hier genau vor der Haustür machen. Wobei, das Ding wollte ich eh wegreißen, ne? Mach ich das mal. Habe ich mir natürlich den eigenen Zugang hier so ein bisschen verbaut, ich Trottel. So. Denn hier zieht garantiert niemand wieder ein. Hoffe ich. Also jetzt auf jeden Fall nicht mehr, aber hoffe mal, dass ich jetzt hier nicht irgendwie einen Fehler mache. Aber ich glaube eigentlich ehrlich gesagt nicht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen düster bei euch, aber ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht hier extra noch eine Fackel wieder hinstellen, weil das muss hell genug sein und wir sind ja eh gleich damit fertig. Geht ja relativ schnell. Ich hoffe nur, dass die Axt die ganze Zeit durchhält. Sonst muss ich mir auch noch eine neue Axt machen. So eine halbe Ruine hier sieht ja auch doof aus. Aber das würde ich auch nicht jetzt machen, sondern dann, naja, zeitnah. Dann kriegt das Ganze hier doch schon mal ein bisschen Gesicht. Den weg. Den weg. Weg. Und jetzt haben wir gleich bestimmt wieder viel zu wenig Platz im Inventar. Ich sehe das schon kommen. Oh Mann, das wird ein Spaß. Naja. So. Dann buddeln wir hier den Scheiß auch mal weg. Braucht doch keiner mehr.
gar nicht so schlecht. Dann haben wir schon mal eine Menge Zäune. Hätte ich das Holz gar nicht für opfern brauchen. Wofür sammle ich eigentlich gerade Holz? Muss ich auch mal drüber nachdenken. Ohne Tür, auch nicht schlecht. Ich muss mal kurz an die Oberfläche. So, haben wir wieder Platz im Knappsack. Jawohl, jawohl. So. Das nehmen wir mit. Kurz mal an die Oberfläche. Ein bisschen Platz haben wir noch. Was packen wir da rein? Haben wir noch irgendwo einen 64er? Jawohl. Okay, Dirt können wir auch liegen lassen. Das ist nicht so wichtig. Das ist ja nur, dass ich das hier aus optischen Gründen gerne weg hätte. Wie auch den. Da kommt ein Creeper. Der kann aber mal für sich alleine rumcreepern. Macht er aber nicht. Der möchte... Ey, was ist denn hier los? Ach, du ahnst es nicht. Ja. Einmal Minen... Ja, war ja klar. Nein! Du blöd Mann, jetzt haust du mich ja noch alles, oder was? Naja, ist ja nicht so, dass wir keine Erde oder irgendwas hätten, um das hier mal eben wieder hübsch zu machen. Obwohl, eigentlich ist das ja so mehr oder weniger hübsch. Ich mache hier einfach mal nur zu, dass das Wasser da nicht reinläuft. Dann lasse ich das hier mal offen, da können wir bei Gelegenheit nochmal ein bisschen minern gehen. Aber nicht jetzt, weil jetzt haben wir echt gar keinen Platz mehr im Inventar. So, achso, das Ding muss ich auch noch schnell abklopfen hier. Habe ich meinen Hammer eigentlich dabei? Jo. Nice. Der auch nochmal ein bisschen geskillt hier. Ah, jetzt haben wir da oben so einen halben Baum. Das ist mir auch zu blöde. Da wird nachgearbeitet. Besser und schneller als gedacht. So, nur das Dumme ist jetzt, dass ich das Holz nicht mehr mitnehmen kann. Wieso nicht? Weil ich... Was habe ich denn im Inventar, was ich mal wegschmeißen kann? Ach komm, was soll's. Hallo, ich wollte eigentlich das Holz mitnehmen. Wie viel Sand haben wir? Reichlich. Da ist das Holz dann doch um einiges wichtiger. Ach, jetzt fangen die hier schon wieder an mit irgendeinem Scheiß auf mich zu schießen. Wir treffen aber nicht. Anfänger. Guck mal, so trifft man. Guck mal. So. Ja. Ach, ein Dicer. Ist ja auch noch. Guck an. Hier kriegst du direkt mal die große Kelle. Die grobe Kelle. Ach, und ein Trash-Mob haben wir auch noch. Ein Hunter-Mob. Machen wir auch noch kurz weg. Zwecks Skill. Den lassen wir leben. Der tut uns ja nichts. Tja, und hier packe ich jetzt mal Erde rein. Damit die Löcher im Boden weniger werden. So. Und jetzt können wir doch endlich mal anfangen und uns die Planks machen. Und dann machen wir uns mal ein paar Sticks. Und jetzt brauchen wir natürlich Kohle. Ich bin auch der schlauste einer. Ohne Kohle natürlich. Ja, ja, komm. Oh, noch ein Soulstorm oder was? Nee, ein Dartgewehr. Was schmeiß ich denn jetzt weg? Ach, hier so ein paar doofe Dinger. Braucht auch kein Mensch. So. Ich hätte vielleicht... Warte mal, wir könnten mal eben kurz hier das Ding anschmeißen. Um das Kobalt rauszuholen. Hätte auch keiner mit gerechnet, ne? Dass das... Hallo? Fliege ich jetzt schon wieder aus dem Spiel? Nee. Nee. Nochmal Sandstein nehmen wir mit. Kobbel nicht. Und na, so viel Deep Rock brauchen wir auch nicht. So, wieso kann ich nicht an die Waffenkiste? Jetzt geht's, okay. Hab nichts gesagt. Nahrung, Äpfel. Kohle. Kohle ist doch hier bestimmt noch irgendwo im Ofen. Dann machen wir uns mal eben ein paar Fackeln. Weil dann können wir nämlich da hinten die Fackeln auch draufstellen.
Die packe ich mit. Wo habe ich denn immer die Fackeln drin gehabt? Rüstung ist das ja nicht, ne? Eigentlich ist es ein Werkzeug. Für uns jedenfalls. So. Kurz zur Uhr rüberstibitzt, aber ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ich hoffe mal, dass wir in der Folge vielleicht den Garten fertig kriegen. Das würde mich sehr freuen. Und hier wächst und gedeiht ja alles schon. Sehr schön. Fackeln. So. Da noch eine drauf, da noch eine drauf, da noch eine drauf. Und dann geht das jetzt aber wie verrückt los. Wie viele haben wir denn? Wie viele Slots? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wir können 6 Sachen schon mal anbauen. So, Korn. Strawberry sind 2, 3, 4, 5, 6 Sachen. Na? Ich habe keine Ahnung. Naja, wobei. Nee, warte mal, das ist schon richtig. Keine Ahnung, das stimmt schon. Aber das wollte ich zur Abwechslung mal gar nicht sagen. Das Hochspringen ist auch geil eigentlich. Ich habe keine Ahnung, welche Pflanzen jetzt in irgendeiner Form sinnvoller sind als vielleicht andere oder so. Ich baue einfach alles, was ich so habe, an. Naja, schaden kann es ja nicht, ne? Was man hat, hat man. So, und dafür machen wir hier mal alles schön, schön, schön. Und fangen mal mit denen hier an. Zack und zack. Und dann machen wir hier alles schön, schön. Und fangen mit denen weiter an. Und die Dinger. Okay, das waren nur 2 bis jetzt. Aber das wird sich ja noch mit der Zeit alles ändern. Wenn wir nämlich das erste Mal ernten gehen, hoffe ich, dass wir auch ein paar Seeds davon wieder kriegen. Das wäre sehr schön. Jedenfalls zu Anfang. Später werden wir sie vermutlich wegschmeißen, aber naja. So, dann haben wir hier schon mal einen guten Anfang. Wie viele haben wir denn jetzt noch? Wie viele Sachen? Ach, du ahnst es doch nicht, ey. Puh, also 6. Tee bauen wir nicht an, aufgrund dessen, dass es im Moment eigentlich irgendwie sinnlos ist. Ja, dann haben wir noch 5. 5 weitere Dinge, die wir anbauen wollen. Was ist denn das? Oh, den nehmen wir mal. 5 weitere Dinge. Das heißt, wir holen wieder die Schaufel raus. Und machen weiter. Wasser. So, 1. Wasser. Zwei. Da mache ich schon mal die Erde hin. Da habe ich so ein bisschen den besseren Überblick. Haben wir noch Erde? Ja, klar haben wir Erde. Hallo, wenn wir alles so viel hätten wie Erde. So, 1, 2. Dann. Drei. Ja, und nu? Nu geht uns der Platz aus. Das ist ein bisschen doof. Aber, ja dann, ach, das ist echt ein bisschen doof. Ich würde ja auf der anderen Seite weitermachen, aber da ist so viel schönes Wasser und das möchte ich auch nicht unbedingt jetzt alles wieder zuklatschen, wie ich es ja schon mal getan habe. Machen hier erstmal unseren Fans hin. Mit der Außenwelt will ich nichts zu tun haben. So. Ja, dann machen wir. Warte mal, wie viele habe ich die denn drin? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Würde das denn gehen? Wenn ich hier den Zweier so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, es wäre genau bis dahin. Dann müsste der eine Baum noch dran glauben. Ich glaube, das ist es mir wert. Dann holen wir mal kurz den Baum hier weg. Machen wir
das Ganze ein bisschen anders. Nämlich da hinten einmal um die Kurve. Und diese großen Bäume hier abbauen, ist auch eine Seuche. Kriegen wir zwar ordentlich Bonus-Drops vielleicht bei zusammen, hoffentlich, aber gleich ist erstmal unsere Spitzhacke im Popo. Glaube ich jedenfalls. Also ganz lange macht sie das nicht mehr. Oh scheiße, das ist ja schon der andere Baum. Ach, verflixt. Na gut, da muss der halt auch noch dran glauben. Dann ist es so. Ach Mist, das wollte ich eigentlich nicht vermeiden. Und jetzt ist die Spitzhacke als Strafe nämlich kaputt. Okay. Spitzhacke sag ich schon. Das Dings hier, der Dings, der Bums. Die Axt. Und jedes Mal, wenn ich in die Burg komme, geht mir das auf den Sack, dass die immer noch so scheiße aussieht. Und ja, die sieht scheiße aus. Die sieht nicht irgendwie schlecht oder so aus, die sieht scheiße aus. So, warte mal, machen wir auch aus Limonade. Denn davon haben wir genug. Und eigentlich dachte ich, wir hätten auch noch genug Sticks, aber das ist nicht der Fall. So. Axt. Dankeschön. Vielleicht reicht ja eine. Ich nehme nochmal eine Kiste mit, dann kann ich da hinten nämlich mal ein paar Sachen zwischenlagern. Ja, genau deswegen nehme ich gar keinen Platz mehr. So, warte mal, ich bin leid. Ja, doch, möchte ich eigentlich mitnehmen für den Fall, dass wir hier eine Tür. Ach, eine Tür brauchen wir doch im Moment nicht. Achso, und dann muss ich die Kiste natürlich mitnehmen, ist ja klar. Sonst war das alles ein bisschen zweckfrei. So. So, und ab durch die Mitte. Ich weiß, das wäre vielleicht auch alles intelligenter, alles ein bisschen unterirdischer zu bauen und so, aber ganz ehrlich, mir gefällt das einfach hier oben. Und deswegen will ich meine Sachen auch lieber oberirdisch bauen. So, da habt ihr es nämlich mal. That's the ground, the ground quasi. Wo ist der Chest? Da. Und in den Chest packen wir, wo packen wir den überhaupt hin? Hier einfach mal, ist ja egal. Da packen wir jetzt mal die Klamotten rein, die wir hier erstmal nicht zum Bauen brauchen. Einmal brauchen wir später, die brauchen wir nicht. Die behalten wir mal lieber. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. So, haben wir ein bisschen Platz. Jetzt wird der Baum weiter bearbeitet hier. So. Und da verschwindet er schon. Der alte Baum. Kennt auch von den Pudis. Alt wie ein Baum möchte ich werden. Ja, ich nicht. Nicht in Minecraft, weil da werden die meistens nicht so alt. Ja, den hier müssen wir leider jetzt auch noch wegklopfen. Weil wir damit angefangen haben. Und das hilft ja nichts, ne? Wenn wir was anfangen, dann müssen wir es auch zu Ende bringen. Egal ob gewollt oder nicht. Da verschwindet schon mal das Geäst. Ein paar Bonus-Drops gibt es auch noch. Allerdings keine wirklich sinnvollen. Nämlich nur Essenzen und so ein Kram. Und damit müssen wir uns dann auch nochmal beschäftigen. Mal ein paar Minions zu machen. So. Aber wenigstens haben wir jetzt genug Holz. Auf längere Sicht. Fences haben wir auch noch ein paar. Dann machen wir das nämlich... Ah ja... Was ist denn, wenn ich den jetzt abbaue? Habe ich dann den... Ja, sehr gut. Dann sammle ich diese Besamungen hier nochmal ein. Und der kriegt aufs Gesicht. Na komm, stell dich an. Ich kann nur Lusche. Ey, lass dich mal treffen. So. Dann machen wir nämlich unseren Weg. Hier um die Ecke. Ja, ist klar. Jetzt kommt natürlich erstmal das Ganze... Wasser hier rein. Aber ja nur vorübergehend. Denn so, jetzt ist es wieder weg. Kommt das hier weg? Das kommt. Loch im Boden. Weg. So, warte mal. Das kommt noch weg. Und dann kommt hier der Weg ja hin. Das heißt, das kommt auch noch weg. Das nicht. Und das kommt noch weg. Und das da unten auch noch nicht. Diese Schaufel, die ist echt schon
Also wirklich fast zu schnell. Zu geil, das Teil. Nur leider ein bisschen kostenintensiv rein. Reparaturmäßig. Aber wir haben da schon einen Modifier drauf. Das heißt, in nächster Zukunft können wir da auch mal was dran ändern. So. Was? Wo denn? Wer denn? Oh. Ein köstlicher. Ey, Alter, was hat er denn für einen Auftrag? Ah, einen fetten Knockback, der Typ. Naja, ist aber ja nicht so schlimm. So, tja, und hier glaube ich... Ja, dann machen wir das wieder weg und da geht der Weg einfach weiter. Den ziehe ich hier schon mal eben bis hier hin. So, kommt das wieder weg. So, da geht's rum. Da haben wir den Weg durch. Das bedeutet, jetzt fangen wir hier an. Achso, warte mal, hier hinten machen wir da noch Zäune hin. Und hier kommt auch ein Zaumpfahl erstmal nur hin. Oder? Warte mal, das muss ich mir mal eben überlegen, wie ich das jetzt mache. Ah, schon wieder so ein Typ. Ah, geil, ein rotes Herz, yay! Schönes Ding! Das freut mich sehr. Und mit dieser Freude lasse ich euch alleine und wir sehen uns morgen, ne? Ciao, ciao!